Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Ja, wir sind mitten dabei, haben gerade unsere Gebiete neu verteilt. Hier im Vogelkreuzen, hier Heidendorf, haben wir, was war's? Walder Winkel oder sowas? Wasserwinkel. Zu Wasserwinkel, ja genau. Herrenbruck und da haben wir ein Birkenkreuzen. Was sozusagen zwischen unserem aktuellen Wohn-Main-Gebiet liegt. Das Gebiet hier muss noch eindeutig aufgeteilt werden, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das dann handeln werden. Unsere Anlagen, unsere Stromproduktion scheint ja immer noch sehr gut zu halten. Immerhin haben wir bis jetzt immer noch einen guten Zufluss an Strom und ich glaube, das ist bis jetzt die einzige wirkliche Stromproduktion, die wir haben. Was natürlich Wahnsinn ist. Also echt Wahnsinn. Was wir jetzt noch brauchen, ist rein theoretisch hier einen Personenhafen. Weil den haben wir bis jetzt noch nicht. Einen ganz normalen Hafen für Leute. So. Den setzen wir jetzt hier hin. Und den würde ich hier auch zweispurig machen, aber halt so, dass man nur von einer Seite jeweils rankommt. Und auf der anderen Seite, weil wir brauchen ja hier unten rein auch noch einen Bahnhof. Aber das ist jetzt ein Hafen wieder, ne? Würde ich hier unten auch gleich einen Bahnhof noch hinsetzen. Dass der Zug sich hier anschließen kann. Schauen wir, dass wir das jetzt hier noch hinkriegen. Das Ganze wird jetzt hier nur noch angeschlossen an das System. Warte mal. So, Wasser. Das müssen wir... Obwohl, das können wir gleich hier anschließen, ne? Am besten wahrscheinlich. Das können wir gleich am besten hier anschließen. Die Frage ist nur... ob so schlau ist, jetzt sozusagen hier eine Ding dran zu setzen. Einfach die Straße sozusagen. Das kommt, erstmal schauen wir mal, wie überhaupt der Aufwand ist am Ende, ne? Das wissen wir ja noch gar nicht eigentlich. So. Und rein theoretisch kann ich jetzt einfach schon mal für den Hafen einfach in Betrieb nehmen. Ja gar kein Problem, da gehen wir jetzt hier auf Schiffchen. Sagen erstmal, wir machen hier noch eine... Ah, wir machen eine mittlere Route hier hin. So. Und dann gehen wir an, ich hätte gerne... Von... Kann ich dem hier einen zweiten Hafen? Zusätzlicher Pier. Das machen wir... Transferterminal, jetzt habe ich, weiß ich gar nicht geschaut. Busstation und ein Taxi für direkten Bus. Das ist super. Das ist genau das, was ich gehofft habe, dass es ist. Bedeutet von hier nach hier und zurück. Und von hier nach hier und zurück. Bedeutet, haben wir auch Fähren, die fahren. This is an emergency broadcast to all citizens. Die auch hier the Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Auch voll viel Busstationen gibt. Warum haben wir das denn nicht für einen Bahnhof? Da haben wir nur einen Taxistand. Ein paar Stationsdienstleistungen gibt es hier noch, weil einfach damit das hier auch in der Gegend gut ankommt. Ich glaube, wir können hier auch mal ein paar kleine Dienstleister hinsetzen. Und dann würde ich jetzt von hier aus einfach eine direkte Buslinie in die Stadt legen. Einfach sagen, es gibt eine Buslinie von hier
direkt an die nächste Bushaltestelle hier drin. Und wieder zurück. Mehr ist da gar nicht. Eine simple Buslinie. Ach ja, da kommen schon die ersten Passagierschiffe. Man, sind keine Fahrzeuge verfügbar. Aha, nicht schon wieder. Wir hatten dasselbe Problem schon mit dem Taxidepot. Das ist das Postamt. Kann ich das? Was ist das hier? Unwichtig. Kann ich das? Oh nein, wir haben zwei Postämter hier. Kann ich doch eins abreißen. Kann zwei Postämter. Kann hier noch eine zusätzliche Garage hin. So. Der läuft nicht mal auf volle Kapazität. Wir haben eine zweite Poststation hier in der Stadt. Jetzt hat es immer ausgelastet. Jetzt wird's was. Jetzt hat Schatz gut aus. Gut. Dann müsste jetzt die Linie hier auch was bekommen. Gut. Dann muss ich mich jetzt um die Zugverbindung kümmern, die hier ranläuft. Aber die muss natürlich auch gebaut werden. Ich hätte gern Kopfbahnhof. Okay, dann müssen wir es halt irgendwie so regeln wieder. Nee, ich bin nicht zufrieden gerade. Nee. Das geht so absolut nicht. Warte mal. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive. Sagt er auch and try echt to immer. Stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try sagen. To stay off the streets until conditions improve. So. This has been a local public service announcement. Has anyone seen my keys? Keys. What? We're in the air? Oh! Sorry about that. It's, nothing important. I just lost my keys. I'm sure they'll turn up. They're for the okay. brown sedan parked outside the radio station. Oh, wait. I probably shouldn't have said that. If anyone finds them, please don't steal my car. I mean, the old Hornbuckle-mobile, please. Oh, good. Sollten wir langsam? Well, never mind then. Thank you. Wie Leichenwagenprobleme. Second moon. And on to our what? Main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva Mate. Or durchschnittliche Gesundheit ist bei 69%. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a... This is an emergency broadcast Alter. To citizens.
The fire and rescue service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Quick trip out. You might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Der sollte dann auch gleich mal in Betrieb kommen, oder? Angestellte hat er schon. Jetzt müssen es dann nur noch losfahren. Haben wir für Parks eigentlich ein Center gebaut irgendwo? Habe ich oder habe ich nicht? Ich bin mir gar nicht sicher. Setze ich jetzt noch hier eins hin? Ich kann so. Ich weiß es nicht mehr. Das ist echt schlimm. Ein Fahrzeug ist schon mal unterwegs. Aber habe ich schon ein anderes mal gebaut? Und wenn ja, wo ist es? Oh Gott. Die Stadt ist so ein Chaos, dass ich nicht mehr weiß, wo was ist. Es ist echt ungut. Aber du kannst mir nicht sagen, habe ich schon. Da ist noch ein, da ist ein Park-Maintenance-Gebäude. Ja, okay, aber wir scheißen so viel Kohle aktuell. 20 Minuten. Es ist bescheuert einfach. Ich werde die Buslinien jetzt mal free machen. Kann ich das nicht irgendwie auch allgemein festlegen? Dass die Leute unseren öffentlichen Verkehr nutzen. So gut wie möglich. Und ich glaube, das Beste, was wir machen können, um die auf diese freien Angebote umzulocken, ist es. Ja, jetzt sehen wir hier mal ein Fahrzeug. Das Ganze free zu machen. Hier tun wir auf 4 reduzieren. Das braucht ja keiner, sonst 5. Ich denke, solange hier keiner wirklich am Arbeiten ist vom Ort. Und vor allem, wie viel fahren denn mit dem Schiff jetzt überhaupt aktuell? Wenige, wie es ausschaut. Wir machen halt einfach nur Luxusausgaben, wenn du so sehen willst, ne? Aber wir haben halt ein extremen Mangel an Kommunikation. Aber ihr könnt doch auch mal einfach hier in der Schule fertig machen. Wie schaut es denn schon aus? Wir haben noch die Schule vorhin geschenkt. Die ist nicht mal voll. So, schauen wir mal. Schulische Ausbildung. Schaut aber in der Stadt ganz gut aus. Grundschule ist im grünen Bereich. Schlecht ausgebildete. Warum? In der Sekundärschule sind nicht mal so viele. Wir haben sehr viele in der Ausbildung von Grundschule. 9000 können. Also 9000 Kapazität haben wir. Wir haben aber nicht mal so viele für Sekundärschule. Genauso wenig für College. Für Universität haben wir noch ein paar, aber das sind nicht viele. Kann ich irgendwas bei den Schulgebühren machen, dass die Leute in die Sekundärschule gehen? Nee. Ihres Einsatzgebietes.
Achso, wenn ich jetzt also dir hier sage, dann ist das nächste Sekundärschule, das ist auch ein nächstes Fach. Wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt hier noch einen Erweiterungsflügel, den Flügel noch. Und dann nehme ich hier für hier, für hier, für hier und für hier und für hier zuständig. Wieder mehr Schüler? Ist dasselbe dann mit euch? Durchschnittliche Zeit bis Abschluss, 13 Monate. Ausfallrate 1%. Aber wir scheinen ja alle abzuholen, das ist ja das Schlimme. Das scheint ja nicht das Problem zu sein, glaube ich. Das scheint ja nicht das Problem zu sein. Wie schaut's mit dir aus? Du bist auch noch gut in der internationale Post, unsortierte Post, aber wir schauen gut unterwegs aus. Uns fehlen halt immer noch qualifizierte Mitarbeiter. Das ist die Sache. Im Freibad können wir mal hier vorne an die Hauptstraße dran setzen. Fußballplatz. Einen Fußballplatz habe ich mal auch noch nicht gehabt bis jetzt. Die Stadt kriegt noch ein paar schöne Sachen hier verteilt. Wird hier gleich drauf gespielt oder wie schaut es hier aus? Pflege 100%, Angestellte Effizienz, Attraktivität 34. Aber die Stadt schaut doch gar nicht so schlecht aus. Ist der ernsthaft ein Auto mit einem Unfall jetzt? Ja, der Hubschrauber ist schon unterwegs. Der gießt gleich die Pflanzen. Genau. Sichert die Unfallstelle schon was. Wo willst du hin? Weil der. Ja, okay, das ist sehr weit draußen halt alles, ne? Wenn wir uns das anschauen, hier werden Nutztiere. Auch Ruhe. Wir haben so einen Mangel, das ist übel. Kann ich irgendwas machen? Sehr gut ausgebildet. Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. Ja, the billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. Ach Quatsch. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation. Ach so ein Quatsch, was erzählen denn die schon wieder für Blödsinn? So, wir tun mal für die sehr gut ausgebildete oder hochqualifizierte wollen wir mal die Steuern senken. Tun wir für euch die Steuern richtig runtersetzen. 6 Millionen kriegen wir nur dadurch. Denkt mal die Steuern fürs Wohnen. Wir machen 5 Millionen durch. 5 fucking Millionen. Na, Scher, jetzt kommt ein bisschen. Ich will wohnen. Anfragen in Massen haben, bitte. Das kriege ich gerade nicht. Kann ich nicht die ersten hier unten zu dicken Gewerbe machen? Die
ersten großen Gewerbeblocks oder sowas. Die ersten 1-2 großen Gewerbeblöckchen oder sowas. Wäre doch was Feines. Das wäre was Feines, du, sagst du. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge auch wieder. Wir haben jetzt unseren ersten kleinen Hafen hier unten mit Bushaltestelle. Und einer Zuganbindung, die sich dann hier drum kümmern. Hier wird dann auch ein Bus später noch hochfahren. Das werden wir noch einrichten und alles. Aber ich hoffe, dass wir jetzt bald mal wieder ein bisschen mehr Einwohner kriegen. Die Einwohnerzahl steigen lassen können und alles. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.